1978 führt Mafia-Boss Gaetano Badalamenti eine der größten internationalen Verbrecherorganisationen, die es jemals in den USA und Europa gegeben hat. Im gleichen Jahr werden die sterblichen Überreste eines ehemaligen Familienfreundes und politischen Aktivisten Giuseppe Peppino Impastato an einer sizilianischen Bahnstrecke gefunden. Die Behörden erklären, sein Tod sei die Folge eines missglückten Terroranschlags oder Selbstmordes. Aber diese Schlussfolgerung lehnen seine Unterstützer vehement ab. Es war ganz klar, dass es Badalamentis Entscheidung war, Peppino tot zu sehen. Ein Vierteljahrhundert wird Peppinos Familie warten müssen, bis Badalamenti endlich vor Gericht gestellt wird. Ich will keine Rache. Ich will Gerechtigkeit. . 1948 kommt Peppino Impastato in der schönen Küstenstadt Chinisi im Nordwesten von Sizilien auf die Welt. Wie so viele in Sizilien in dieser Zeit hat sein Vater Luigi Verbindungen zur lokalen Mafia. Zu seinen Freunden und Nachbarn zählt ein verlängerter Arm der Mafia, Gaetano Badalamenti. Beide arbeiten für Peppinos Onkel, den Mafia-Boss Cesare Manzella. Er war der Hauptrazzier der Mafia. Unser Onkel, unser Großvater, alle waren Mafiosi und wir haben sie vergöttert. Sie waren diejenigen, die uns schützten und dafür sorgten, dass wir alles hatten, was wir brauchten. Ci proteggevano, non ci facevano mancare nulla. Der junge Peppino steht seinem Onkel besonders nahe und wächst auf dem Manzella-Bauernhof zusammen mit dem jüngeren Bruder Giovanni und seinen Eltern Luigi und Felicia auf. Doch 1963 geschieht etwas Furchtbares, welches die Einstellung der Brüder gegenüber der Mafia ändert. Ihr Onkel Cesare wird von einer Autobombe in die Luft gejagt. Das war das Ende unserer Kindheit. In diesem Moment war unsere Kindheit vorbei und das Elend begann. Uns wurde klar, dass die Mafia nichts Gutes war. Peppino sagte, wenn das hier die Mafia ist, werde ich sie mein ganzes Leben lang bekämpfen. Doch Gaetano Badalamenti zeigt eine andere Reaktion. Für ihn bedeutet der Tod von Manzella eine Chance. Er übernimmt das Ruder der Chinesi-Mafia und wird dadurch reich. Seine Unternehmen bekommen lukrative Bauaufträge von den Lokalbehörden. Auch den Flughafen von Palermo soll Badalamenti ausbauen, was seinem wachsenden Drogengeschäft zwischen Sizilien und den USA zugute kommt. Die zwei Männer, Peppino und Badalamenti, die früher Freunde waren, sind jetzt Feinde. Und ihre Feindschaft wird sich über die nächsten 15 Jahre hinziehen. Peppino widmet sich einer ganzen Reihe von Anti-Mafia-Programmen. Er gründet einen Anti-Mafia-Radiosender. Er ist der Chef einer Anti-Mafia-Zeitung. Er veranstaltet spontane Anti-Mafia-Demonstrationen auf dem Marktplatz in Chinisi. Und das Ziel einer seiner zahlreichen Angriffe ist sein Nachbar und ehemaliger Freund Gaetano Badalamenti.
seinem zynischen Radioprogramm verspottet er ihn und wirft ihm Korruption und Drogenhandel vor. Denken wir an das Wort von Chief Sitting Tano von Mafia Town. Es wird ein großartiger kleiner Hafen, wenn er fertig gebaut ist. Danach sorgt unsere Kanuflotte für den schnellen Transport von weißem Sand gen Übersee. Unsere Kanus befüllt mit heroischen Helden. In den 60er Jahren war es praktisch unmöglich, über die Mafia zu sprechen. Man kam nicht an sie heran. Für viele Menschen existierte die Mafia gar nicht. Und Peppino machte die ersten offenen Vorwürfe. Trotz der deutlichen Risiken unterstützt die Mutter von Peppino ihren Sohn hundertprozentig. Meine Mutter war nicht gebildet, aber sie war sehr clever und sensibel. Sie hat sofort verstanden, dass Peppino richtig lag mit seiner Meinung. Das Verhalten Peppinos bringt seinen Vater Luigi, der ebenfalls ein unterrangiges Mitglied der Chinesi-Mafia ist, in eine schwierige und gefährliche Lage. 1977 ist Luigi zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als er von einem Auto überfahren und getötet wird. Angeblich ein Unfall. Dann, 8 Monate später. Am Morgen des 9. Mai 1978 wird die örtliche Polizei an den Stadtrand von Chinesi gerufen. Der Abschnitt einer Bahnstrecke wurde gesprengt und die blutigen Überreste eines Mannes in dem Umkreis von 300 Metern verstreut. Es sind die sterblichen Überreste von Peppino Impastato. Umberto Santino ist ein anderer politischer Aktivist aus dem nahegelegenen Palermo. Als wir von dem Unglück erfuhren, sind wir alle direkt nach Chinisi gekommen. Es war ein schrecklicher Anblick. Es wurde über Terror oder Selbstmord gemunkelt. Die örtliche Polizei liefert 2 Erklärungen. Entweder hat sich Peppino beim Legen einer Bombe versehentlich getötet oder er hat Selbstmord begangen. Die Lokalzeitungen unterstützen diese Behauptungen. Eine der Schlagzeilen linksgerichteter Fanatiker sprengt sich auf den Bahnschienen selbst in die Luft. Doch Peppinos Freunde sind nicht von diesen fragwürdigen Behauptungen überzeugt. Sie müssen wissen, Peppino war Pazifist. Er liebte es, ironisch und albern zu sein. Mit Gewalt hatte er nichts am Hut. Nachdem wir mit seinen Freunden gesprochen hatten, wussten wir, es war Mord. Ihr Verdacht erhärtet sich, als sie Blut in einer Hütte finden, die wenige Meter von den Schienen entfernt liegt. Der Eingang der Hütte liegt in einer anderen Richtung als die Schienen. Es ist einfach unmöglich, dass das Blut als Resultat der Explosion hierher gelangt ist. Also, wie kam es dorthin? Ich bin erst später gekommen, weil ich wehrpflichtig war. Aber die Freunde von Peppino fanden sofort die blutverschmierten Steine. Es wird viel über die Todesursache von Peppino spekuliert. Und seine Beerdigung am 10. Mai wird begleitet von einer großen Welle aus Trauer und Wut. Viele Menschen erscheinen, um dem Anti-Mafia-Aktivisten die letzte Ehre zu erweisen. Die Beerdigung war eine echte Demonstration, die heutzutage mit einem Protest vergleichbar wäre. Da waren so viele Menschen, sehr emotional. Es waren mehr als 2000 Menschen dort. Es war die erste Botschaft an die Mafia, dass wir nicht aufgeben würden.
Wir marschierten direkt zum Haus von Badalamenti und schrien, dass er Peppino ermordet hat. Das war eine starke Botschaft. Peppinos Mutter Felicia und sein Bruder Giovanni beschließen, zusammen mit Umberto Santino die Wahrheit ans Licht zu bringen. Der wachsenden Gefahr zum Trotz startet Santino mit Hilfe der Familie eine große Kampagne, um Badalamenti zur Rechenschaft zu ziehen. Unsere Aufgabe war zu beweisen, dass es tatsächlich Mord war und für Gerechtigkeit zu sorgen. Peppinos Tod durfte nicht umsonst gewesen sein. Sie beginnen, Beweise zusammenzutragen. Ich schäme mich nicht dafür, dass meine Familie und Peppinos Freunde den Ermittlern am Anfang nicht geholfen haben. Doch die Suche danach, was am Abend des 8. Mai tatsächlich geschah, ist sehr schwierig. Wenn die Mafia tatsächlich für Peppinos Tod verantwortlich war, ist deren Plan sehr effektiv gewesen. Seine Unterstützer glauben, Peppinos Geschichte als politischer Aktivist war für Badalamenti die perfekte Gelegenheit, seinen Tod zu inszenieren. In den 70ern litt Italien unter einer Gewaltwelle von kompromisslosen kommunistischen Gruppen. Er sollte als Terrorist hingestellt werden. Es war ja einfach, einen Linksradikalen für einen Terroristen auszugeben. Freunde und Familie glauben, Badalamenti nutzte dieses politische Klima, um Peppinos Tod aussehen zu lassen, als hätte er sich beim Legen einer Bombe unabsichtlich selbst in die Luft gesprengt. Außerdem halten es Freunde und Familie für unwahrscheinlich, dass er einen Gewaltakt begehen würde. Der Grund? Er hätte damit genau die Leute verletzt, für die er sich eingesetzt hat. Peppino hätte so etwas nie getan. Es war ein Pendlerzug, voll mit Fabrikarbeitern. Das sind genau die Leute, die er vertreten hat, die er in den Fabriken besucht hat. Diesen Zug hätte er auf gar keinen Fall in die Luft gejagt. Badalamentis Macht und Einfluss in Chinisi ist so stark, dass die Familie davon überzeugt ist, die Ortspolizei wolle nicht herausfinden, was tatsächlich passiert ist. Sagen wir mal so, sie taten alles, was in ihrer Macht stand, um die Wahrheit zu vertuschen. 6 Jahre lang kommt die Familie nicht weiter. In der Zwischenzeit wachsen Badalamentis Geschäfte weiter. Er ist mittlerweile einer der wichtigsten Mitglieder eines Millionen-Dollar-schweren Drogenhandels, der Heroin aus dem Nahen Osten importiert und weiter nach Amerika mit Hilfe einer Pizzakette vertreibt. Doch es gibt einen unerwarteten Durchbruch für Peppinos Familie. Das FBI feiert einen großen Sieg im Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Ein Oberhaupt der sizilianischen Mafia und 16 weitere Mitglieder des organisierten Verbrechens wurden gestern verurteilt. Drahtzieher des größten Heroinschmuggels, der je aufgedeckt wurde. 9 Jahre lang war Badalamenti der Boss eines 1,65 Milliarden Dollar Drogenrings, der als Pizza Connection bekannt war. Für seine Rolle wird er von einem New Yorker Gericht angeklagt und verurteilt. Der 17-monatige Prozess gegen 22 sizilianische Mafiosi wird zum Medienzirkus. Badalamenti ist der Hauptdrahtzieher in dem Syndikat, das Heroin und Kokain vertreibt und unzählige Gewalttaten verübt hat. '87 wird der 63-jährige Badalamenti zu 45 Jahren Freiheitsstrafe in einem amerikanischen Gefängnis verurteilt. Getrieben vom Badalamenti-Spektakel in den USA und ihrem starken Willen, den Killer ihres Sohnes zur Strecke zu bringen, schreibt Peppinos Mutter Felicia in Sizilien ein Buch. Sie beschreibt einen Vorfall, als ihr Ehemann von Badalamenti zu sich gerufen wurde. Luigi Impastato ging zu Badalamentis Haus und Badalamenti sagte ihm: Pass mal auf, wir haben die Schnauze voll von deinem Sohn. Non ne possiamo più.
Wir haben gejubelt, als uns Peppinos Mutter das sagte. Denn das war der Beweis, ein klarer Beweis, dass Badalamenti Peppinos Tod wollte. Felicias Erinnerungen sind sehr präzise. Aber es wird noch lange dauern, bis diese zur Aussage kommen. 1994, als Badalamenti hinter Gittern sitzt, bekommen sie genau den Zeugen, den sie brauchen. Salvatore Palazzolo, ein Mitglied der Cinisi-Mafia, wird Polizeiinformant. Er behauptet, er habe Informationen über den Tod von Peppino von einem Verwandten namens Vito Palazzo, der die rechte Hand von Badalamenti war. Wir ließen eine Erklärung von der Mutter unterschreiben und haben den Staatsanwalt gebeten, Salvatore Palazzo aussagen zu lassen. Denn er wusste etwas über den Impastato-Mord und sagte, wir waren es. Das ist der Beweis, den sie gesucht haben. Badalamenti, so schien es, hatte tatsächlich den Auftrag gegeben, Peppino zu töten. 1996, fast 20 Jahre nach Peppinos Tod, wird dem italienischen Gerichtshof ein Dossier präsentiert, in dem Gaetano Badalamentis Rolle am Tod des jungen Aktivisten beschrieben wird. Schließlich wird die Akte wieder aufgemacht. Endlich kann die Familie für Gerechtigkeit kämpfen. Inzwischen eine alte Frau lädt Felicia das Fernsehen zu sich nach Hause ein. Ich will keine Rache. Ich will Gerechtigkeit. Rache ist schlimm. Ich will Gerechtigkeit. Ich will, dass diese Leute bestraft werden. Im Jahr 2000 geht der Fall schließlich vor Gericht. Die Familie bereitet sich vor, dem Mann gegenüberzustehen, von dem sie glauben, dass er Peppinos Mörder ist. Aus dem vierten Gefängnis in New Jersey erscheint der 77-jährige Gaetano Badalamenti vor dem Gericht in Palermo. Wir konnten ihn in live auf einem Bildschirm sehen. Das hier war der erste Prozess überhaupt, der per Videolink in Palermo ausgestrahlt wurde. Die Staatsanwaltschaft setzt auf größtmögliche emotionale Wirkung und ruft Felicia als Zeugin auf. In dem Moment lief es uns eiskalt den Rücken hinunter. Er war der Boss der Cosa Nostra und sie war nur eine arme, kranke, hilflose Frau. Sie wurde von ihrem Sohn und Umberto Santino in den Raum begleitet und sie strahlte einen unglaublichen Mut aus. Felicia sagt aus und identifiziert den Mörder ihres Sohnes. Diese Frau hatte den Mut, mit ihrem Finger auf einen der damals größten Verbrecher zu zeigen, auf Gaetano Badalamenti. Dem Gericht wird in aller Ausführlichkeit geschildert, warum Badalamenti ein Motiv hatte, Peppino umzubringen. Sie erfahren, wie Peppino Badalamentis Geschäfte inklusive der dunklen Machenschaften seiner Baufirma und seiner Drogengeschäfte kritisierte. Und bezeichnenderweise erfährt das Gericht, dass Peppino in den Tagen vor seinem Tod als Kandidat bei den örtlichen Wahlen ein Anti-Mafia-Programm geplant hatte. Er hätte tatsächlich sehr effektiv im Gemeinderat agieren können, mehr Einfluss nehmen können. Er wäre ausschlaggebend für die Opposition gewesen. Wenn Peppino die Wahl gewonnen hätte, hätte er Badalamentis illegale Machenschaften beenden können. Dann erklärt die Staatsanwaltschaft, was ihrer Meinung nach tatsächlich mit Peppino geschah. In der Nacht des 8. Mai 1978 folgte ihm jemand auf seinem Weg nach Hause.
Er kam von seiner Schicht in seiner Radiostation, Radio Out. Nur ein paar Meilen von zu Hause entfernt wird Pepinos Wagen gestoppt und er aus seinem Auto gezogen und zu der Steinhütte nahe der Eisenbahnlinie gebracht. Hier wurde er dann brutal mit Steinen geschlagen. Dafür sprechen die Blutspritzer, die von Pepinos Freunden in der Hütte gefunden wurden und die die Polizei ignoriert hatte. Pepino wurde daraufhin entweder halb oder völlig bewusstlos zu einer stillgelegten Bahnlinie geschleppt und quer über die Schienen gelegt. Mit 5 Kilo TNT auf seiner Brust, einem Sprengstoff, der oft von Badalamentis Baufirma benutzt wurde. Dann wurde die Ladung gezündet. Ausschlaggebend ist die forensische Untersuchung eines Steins, der am Morgen nach seinem Tod an der Hütte von einem von Pepinos Freunden gefunden wurde. Er war bedeckt mit Pepinos Blut. Für Pepinos Familie ist die genaue Beschreibung des Tatablaufs kaum auszuhalten. Ich denke, das Gefühl, wenn man mit so einem grauenhaften Mord konfrontiert wird, der auf eine solche Art und Weise verübt wurde, ist schwierig zu beschreiben. Schließlich ist das Plädoyer der Anklage beendet. Unter den Augen von Badalamenti rüstet sich nun sein Pflichtverteidiger zum Gegenzug. Seine Verteidigungsstrategie war die klassische Mafia-Methode. Sie behaupten, noch nie etwas von den Vorfällen gehört zu haben. Badalamenti bestreitet jegliche Verbindung zur sizilianischen Mafia. Die Verteidigung ist sich sicher, dass der Angeklagte überhaupt kein Motiv hatte, einen Anti-Mafia-Aktivisten zu töten. Und er geht noch einen Schritt weiter. Die Verteidigung macht deutlich, dass Badalamenti ein alter Freund von Pepinos Familie ist und ihn alleine deshalb niemals hätte verletzen können. Und sie behaupten sogar, dass er Pepinos Politik unterstützt hat. Aber dies wird widerlegt durch die Aussage des Informanten Salvatore Palazzolo. Er dementiert Badalamentis Aussage und bestätigt, Informationen von Badalamentis Untergebenen gehabt zu haben, dass der Mafia-Boss den Mord an Pepino Impastato angeordnet hat. Die Geschworenen ziehen sich zur Beratung zurück. Nach nur einem Beratungstag kommt das Gericht von Palermo am 11. April 2002 zu einer Entscheidung. Gaetano Badalamenti wird schließlich schuldig befunden des Mordes an Pepino Impastato. Aber die Familie hat gemischte Gefühle. Da kamen Rufe von Erleichterung aus dem Gerichtssaal. Wir fühlten niemals Rache oder Hass. Unser Ziel war es, die Wahrheit herauszufinden. Badalamenti wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er stirbt 2004, 2 Jahre später, im Alter von 80 Jahren. Zwei Monate danach verstirbt Pepinos Mutter Felicia. Aber ihr Wunsch nach Gerechtigkeit hat sich erfüllt. Sie und der Kampf ihrer Familie erreichen legendären Status in ihrer Heimat. Ich denke, sie erreichten etwas von großem Wert, etwas extrem Schwieriges. Sie kämpften gegen die komplette Gemeinde von Chinisi und die Mafia. Ich bin überzeugt, dass dies eine großartige Geschichte von Stolz und Würde ist. Die Geschichte der Familie Impastato wurde ein Teil der sizilianischen Volkssagen.
Sie ist stellvertretend für den Kampf von einfachen Menschen gegen die Mafia. Aus Peppino wurde ein wahrer Held. Ein Mann, der in eine Mafia-Familie hineingeboren wurde, aber entschied, einen anderen Weg zu gehen. Peppino traf die richtige Entscheidung. Seine Wahl war Demokratie und Anständigkeit. Es gibt keine anderen Fälle von Menschen, die so radikal gegen die Mafia vorgegangen sind, obwohl sie aus einer Mafia-Familie stammten und dabei ihr Leben gelassen haben. Seine Mission war es, die Mafia zu besiegen. In den Tagen nach Peppino Impastatos Tod wurden die Türen seines Hauses für die Anti-Mafia-Bewegung geöffnet. Heute bleiben sie geöffnet, als Mahnmal für Peppino Impastato und als Erinnerung an eine Familie, die sich tapfer der sizilianischen Mafia entgegenstellte. Das Elend begann. Uns wurde klar, dass die Mafia nichts Gutes war. Peppino sagte, wenn das hier die Mafia ist, werde ich sie mein ganzes Leben lang bekämpfen. Doch Gaetano Badalamenti zeigt eine andere Reaktion. Für ihn bedeutet der Tod von Mancella eine Chance. Er übernimmt das Ruder der Chinesi-Mafia und wird dadurch reich. Seine Unternehmen bekommen lukrative Bauaufträge von den Lokalbehörden. Auch den Flughafen von Palermo soll Badalamenti ausbauen, was seinem wachsenden Drogengeschäft zwischen Sizilien und den USA zugutekommt. Die zwei Männer, Peppino und Badalamenti, die früher Freunde waren, sind jetzt Feinde. Und ihre Feindschaft wird sich über die nächsten 15 Jahre hinziehen. Waren Mafiosi und wir haben sie vergöttert. Sie waren diejenigen, die uns schützten und dafür sorgten, dass wir alles hatten, was wir brauchten. Ci proteggevano, non ci facevano mancare nulla. Der junge Peppino steht seinem Onkel besonders nahe und wächst auf dem Mancella-Bauernhof zusammen mit dem jüngeren Bruder Giovanni und seinen Eltern Luigi und Felicia auf. Doch 1963 geschieht etwas Furchtbares, welches die Einstellung der Brüder gegenüber der Mafia ändert. Ihr Onkel Cesare wird von einer Autobombe in die Luft gejagt. Das war das Ende unserer Kindheit. In diesem Moment war unsere Kindheit vorbei. Peppino widmet sich einer ganzen Reihe von Anti-Mafia-Programmen. Er gründet einen Anti-Mafia-Radiosender. Er ist der Chef einer Anti-Mafia-Zeitung. Er veranstaltet spontane Anti-Mafia-Demonstrationen auf dem Marktplatz in Chinesi. Und das Ziel einer seiner zahlreichen Angriffe ist sein Nachbar und ehemaliger Freund Gaetano Badalamenti. In seinem zynischen Radioprogramm verspottet er ihn und wirft ihm Korruption und Drogenhandel vor. Denken wir an das Wort von Chief Sitting Tano von Mafia Town. Es wird ein großartiger kleiner Hafen, wenn er fertig gebaut ist. Danach sorgt unsere Kanuflotte für den schnellen Transport von weißem Sand gen Übersee. Unsere Kanus befüllt mit heroischen Helden.
1978 führt Mafia-Boss Gaetano Badalamenti eine der größten internationalen Verbrecherorganisationen, die es jemals in den USA und Europa gegeben hat. Im gleichen Jahr werden die sterblichen Überreste eines ehemaligen Familienfreundes und politischen Aktivisten Giuseppe Peppino Impastato an einer sizilianischen Bahnstrecke gefunden. Die Behörden erklären, sein Tod sei die Folge eines missglückten Terroranschlags oder Selbstmordes. Aber diese Schlussfolgerung lehnen seine Unterstützer vehement ab. Es war ganz klar, dass es Badalamentis Entscheidung war, Peppino tot zu sehen. Ein Vierteljahrhundert wird Peppinos Familie warten müssen, bis Badalamenti endlich vor Gericht gestellt wird. Ich will keine Rache. Ich will Gerechtigkeit. . 1948 kommt Peppino Impastato in der schönen Küstenstadt Chinisi im Nordwesten von Sizilien auf die Welt. Wie so viele in Sizilien in dieser Zeit hat sein Vater Luigi Verbindungen zur lokalen Mafia. Zu seinen Freunden und Nachbarn zählt ein verlängerter Arm der Mafia, Gaetano Badalamenti. Beide arbeiten für Peppinos Onkel, den Mafia-Boss Cesare Manzella. Er war der Hauptdrahtzieher der Mafia. Unser Onkel, unser Großvater, alle.